Hallöchen, Leute. Mein Name ist Hedaro und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Pokémon Rote Edition. Wie die schwarze Farbe am Tisch aussieht, als wäre es eine abstehende Strähne am Kopf des Team Rocket Rüpels. Was, das ist keine abstehende Strähne? Nein, das ist Teil des Tisches. Oh. Ist schön, gell? Oh, okay. Alarm, Eindringlinge. Alarm, Alarm. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt die Kluft hoch? Ich geh dann mal, tschüss. Wir sind immer noch im Geheimversteck von Team Rocket. Unterhalb der Spielhalle von Prismania City. Also ich meine, wenn ich irgendwo ein Geheimquartier einrichten müsste, wo würdest du es einrichten? Natürlich da, wo man es am wenigsten vermutet. Wo vermutet man es am wenigsten? Mal überlegen. Also ich dachte irgendwie gerade auch so in der Nähe von einem Einkaufszentrum vielleicht. Ja, ich habe auch so Einkaufszentrum. Einfach in so einem Supermarkt. Unter so einem Supermarkt? Ja, wenn man so... Überlegen, an welches Regal geht man am wenigsten im Supermarkt? Ja, keine Ahnung, weil ich meine, ich habe mir auch mal überlegt, jetzt stell dir mal vor, du hättest irgendwas zu verstecken. Ja. Vielleicht, keine Ahnung, nichts, was irgendwie fault, aber du hättest irgendwas, was du verstecken musst, für eine Weile. Okay. Ich meine, ich arbeite im Kino. Man könnte doch theoretisch, wir haben so einen großen, also so einen mittelgroßen Lagerkeller bei uns, wo halt nur Getränkeflaschen und so stehen. Okay. Da würde doch niemand suchen. Ja, glaube ich auch. Da kommt doch außer den Mitarbeitern niemand rein. Ja, und wenn du da irgendwas versteckst, da, keine Ahnung, in die hinteren Ecken geht doch eh keine Sau. Da traut sich auch keine Sau hin, weil da überall wahrscheinlich Spinnennester sind. Weil da wahrscheinlich überall schon versteckte Sachen sind von ehemaligen Mitarbeitern. Das auch. Nein, wir haben tatsächlich keine einzige Spinne im Keller. Echt? Ja. Sehr sauber. Weil wir da so komische andere Insekten haben, die Spinnen fressen. Aha. Weiß auch nicht genau, was es ist. Aber es ist wohl etwas sehr Nützliches. Hm. Bei uns im Pfandhaus sind sehr viele Spinnen, also in dem Haus, wo wir die ganzen Pfandflaschen sortieren. Okay. Wir haben ja von unterschiedlichen Unternehmen eben Flaschen. Wir bieten ja Verschiedenstes an, nicht nur von einer Marke und so. Dann müssen wir halt auch, dann wollt zum Beispiel Coca-Cola, will halt nur die Coca-Cola-Pfandflaschen zurück. Ich kann das nicht aufhören. Das ist natürlich etwas suboptimal. Ja. Das ist, auf jeden Fall sind im Pfandhaus sehr viele auch etwas größere Spinnen. Okay. Das ist, teilweise etwas ungeil. Wenn man da Pfand machen muss und man wird plötzlich von einer Spinne angesprungen, sagen wir, ich kann mir Schöneres vorstellen. Skrrr! So, die Frage ist, wo geht's jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Hier muss es doch irgendwas geben. Gibt es hier tatsächlich gar nichts? Selbst glaube ich, weiß nicht, wovon du redest. Hier scheint es tatsächlich gar nichts zu geben. Yay, da war das alles nutzlos. Hm. Ju. Na, es geht, du hast einen Hypertrank bekommen. Ja, musst du dafür mal Fruchtseil wegwerfen. Ja, gut. Aber wann rennst du schon aus einem Kampf? Nein, Fluchtseil ist, um aus Höhlen zu entkommen. Ach so. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Aha, we've been expecting you. You don't want... Du bist der schlechteste Pirat, von dem ich jemals gehört habe. Aber du hast von mir gehört. You don't want, expect the unexpected. Expecto Patronum? Da. Wingardium Leviosa. Ah, wenn wir schon darüber reden, Darius, was glaubst du, wenn du in der Harry Potter Welt leben würdest, was wäre dein Patronus? Ich weiß es nicht, vielleicht so ein Bernhardiner. Ein Bernhardiner? Warum glaubst du, dass es ein Bernhardiner wäre? Weil ich absoluter Hundemensch bin und Bernhardiner genauso faul sind wie ich.
Kennst du den Bernhardiner? Der pennt den ganzen Tag. Das klingt schon mal ganz lustig. Ganz unterhaltsam. Also definitiv, was würdest du denn sagen, was dein Patronus ist? Ja, also ich meine, wenn wir von solchen Tieren ausgehen würden, würde ich natürlich auch sagen, ja, also mein Patronus wäre ein Shiba Inu. Das ist cute. Ja, Shibes sind cute. Ja, ein bisschen näher ans Mikrofon ran. Shibes sind cute. Nicht so nah. God damn it. Ja, Shibes sind sehr cute. Und ja, ich bin ziemlich großer Shibes-Fan. Wenn dein Patronus ein Pokémon wäre, welches Pokémon wäre dein Patronus? Uff. Carpador. Ja, ich glaube, mein Patronus war wirklich ein Carpador. Oder ein Barsch war. Irgendwann wird es noch hübsch. Was wäre denn dein Patronus, wenn es ein Pokémon wäre? Ja, Glurak, selbstverständlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich, selbstverständlich. Glurak. Selbstverständlich. Was für eine dumme Frage. Ja, warum fragst du überhaupt? Das ist doch selbstverständlich. Ansonsten wäre schließlich kein Glurak an der Seite. Richtig. Und deswegen haben wir auch Glumanda genommen als Pokémon. Natürlich. Ich werde mal ganz kurz das Team etwas aufpäppeln und gleichzeitig Platz in meinem Inventar schaffen. Wow! Let's go, boys! Das war ein sehr schönes Wow von dir. Du gleichzeitig gegähnt hast und gerufen hast. Gewut hast. TM10, was ist denn TM10? Finden wir es heraus! Das hat sich gereimt. Risiko-Tackle könnte man vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das Spaghetto beibringen können. Also können ja, aber ob wir es... Sollten ist die Frage. Zahlt sich das aus? Guck mal nach, was er für Attacken bei Kraut würde sich das vermutlich auszahlen, weil er sich mit Megasauger wieder hochheilen kann, nachdem er durch den Rückstoß Schaden gekriegt hat. Das war übrigens Discord, was da gerade eben aufgeploppt ist. Ja, hab ich nicht gehört. Ihr schreibt auch einem nachts um 2 Nachrichten. Ich hab Discord geschlossen. Warum kriege ich Nachrichten? Weil Discord immer an ist. Discord ist immer an und hört dir immer zu. Ja, das ist NSA-Cord. Aber trotzdem ist es besser als Skype. Natürlich. Jeder benutzt heutzutage Discord. Jeder. Na, ich hab gehört, dass Gronkh und Turbinator mit Teamspeak aufnehmen. Mit Teamspeak, okay. Ja, ja, Teamspeak ist immer so ein kleiner Nebenbei-Contender. Ja, Teamspeak, der irgendwie nicht so häufig beachtet wird. Also ich dachte immer, Teamspeak löst Skype ab, aber irgendwie dann doch nie wirklich. Und dann kam Discord. Und Discord kam so aus dem Nichts. Ich weiß, dass ein paar YouTuber das gesponsert, dass die ein paar YouTuber, die ich gucke, gesponsert haben. Und dann kam ab und zu, so innerhalb von einem Monat, kam bei ganz vielen YouTubern die Discord-Werbung. Und auf einmal war jeder im Discord-Hype. Weil die halt dadurch dann festgestellt haben, so, boah, das ist ja wirklich voll geil. Und Discord ist halt großartig. Das stimmt. Ich bin ja auch ein Discord-Nutzer. Ja, natürlich. Wir nehmen auch immer Discord, wenn wir abends zusammen zocken. Ich habe meinen eigenen Discord-Server gemacht. Herdaros Spielwiese. Link in der Beschreibung. Mein Herdaros Spielwiese ist mein zweiter Account. Ach, stimmt. Mein Zweitkanal, wo ich mal zeitweise Gameplays bringen wollte. Du musst lauter sprechen, weil... Wie heißt denn dein Discord nochmal? Ich weiß es nicht, aber der ist privat. Aber hieß der nicht auch Daros Spielwiese? Es kann sein, er hat auf jeden Fall dasselbe... Nein, er hat nicht dasselbe... Ah, nee, er ist einfach nur Daros Server. Wow. So much creativity. Wow. Wenn wir Glück haben, entwickelt sich nach dem Trainer Carpador. Ja, Junge! Das ist wirklich wow. Go, Sushi. Worüber hatten wir es jetzt gerade? Discord. Achso, ja, ich hab da meinen Discord-Server. Und dann treffen wir uns abends eigentlich fast jeden Abend, um da irgendwie... League of Legends, ich spiele eigentlich fast die ganze Zeit League of Legends. Nein, im Moment spielen wir fast die ganze Zeit CSGO. Ach lol, dann kann ich mich auch mal wieder zu euch in Discord chillen, wenn ihr CSGO spielt.
Du kannst CSGO nicht. Ich kann kein CSGO, aber ich bin wahrscheinlich nicht schlechter als Marcel. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Du hast einen Punkt. Ja, also ich meine, ich hab ja auch irgendeinen Rang in den CSGO schon erreicht. Echt? Ich noch nicht. Ich bin immer noch bei meinen Einstufungsspielen, aber du kannst im Moment. Ja, ich meine, ich habe die normale Rang. Ich habe einmal, glaube ich, Ranked gespielt. Ach so, ja, nee, ich habe jetzt 7 Wins, glaube ich. Okay. Nein! Oh no. This was very effective. Ich habe jetzt, ja, wie gesagt, 7 Ranked Wins. 10, okay. Du musst ja 10 Ranked gewinnen, um eingestuft zu werden. Werden wir jemals ein CSGO Let's Play auf deinem Kanal sehen? Warum nicht? Definitiv nein. Das habe ich aber schon öfter erklärt, warum es auch keine League of Legends Gameplays mehr auf meinem Kanal gibt. Oder alles in der Art. Ja, da hast du gesagt, dass sich die Meta und so weiter zu schnell verändert. Das ist einfach daran, es liegt daran, dass es ein Gameplay ist, das kannst du halt in 5 Jahren nicht mehr angucken. Ja, gut. Weil sich das Spiel einfach zu arg verändert. Das interessiert halt in 5 Jahren niemanden. Ja, aber ich glaube, dass CSGO sich nicht mehr so häufig ändern wird. Nee, bei CSGO wird sich nichts mehr ändern. Das ist trotzdem so ein Spiel, ich weiß nicht. Das passt einfach nicht zu meinem Kanal. Du bist einfach keine Shooter-Person. Nö, daran liegt es nicht. Mein CSGO-Gameplay ist ziemlich clean, Kappa. TM2? TM2 wie viele hatten wir doch schon. TMs liegen hier denn rum? TM2 hatten wir doch schon. Wir hatten VM1. Ach, stimmt. Und VM2. Klingensturm. Fancy. Ich dachte, Klingensturm wäre eine VM der dritten Generation. Fancy. Eine TM der dritten Generation. VGC kann ich mehr als Wertacken nennen, bla 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 bla. Bla bla blub. La di da di da. Slap on me da. Können wir auf jeden Fall temporär statt Wirbelwind einsetzen? Ich hab. Ich nicht werb, weißt du? Ja. Ja. Ich helfe nee, dir. Nee, ich weiß nicht. Den Lift doch, Shooter den. Eigentlich schon. Ich habe ja recht viel PUBG gespielt. Okay. Doom. Sonst Singleplayer-Shooter halt. Ja, Doom 4 muss ich endlich mal spielen. Das ist 2016, ne? Ja. Ja, das würde ich mir auch unbedingt, wenn es ein bisschen billiger ist, auf der Switch holen. Oh Gott, das ist so mega. Und dann auf dem Weg zur Uni halt. Weil es ist halt, mein Bus fährt vor meiner Haustür eine Stunde direkt vor meine Uni. Das ist so angenehm. Ja. Aber du hast halt in der Zeit, entweder du lernst dich, aber. Wer lernt bitte, schon? Gerade im Bus. Wer lernt schon für die Uni? Na, ich meine, du lernst daheim oder in der Bib, aber ich kenne niemanden, der sagt, ich lerne das dann auf dem Weg in die Uni, im Bus oder im Zug, und er macht es dann wirklich. Level 20 für Sushi, let's go. Let's go, boys. Und der das dann wirklich macht. Dann hängst du an deinem Handy oder hörst Musik und dann, nee. Also entweder du lernst aktiv und machst nichts nebenbei wie Busfahren oder Zugfahren, aber du kannst es gleich lassen. Das bringt ja auch nichts, finde ich. Oh nein. Oh no. Oh yes, Sushi entwickelt sich. Denn. Sushi wird nützlich. Woo! Ja! Yarados. Biss. Okay. Biss ist eine somewhat nützliche Attacke. Sagen wir, es kann angreifen. Ja, das ist das Wichtigste. KP Plus. KP Plus. Wem verabreiche ich das denn? Ich glaube, Suppe kriegt das. Okay. Damit es ein bisschen bulky wird. Ja, aber ich... Stand da gerade Suppes Gesu ist gestiegen? Ja, also ich persönlich muss sagen, was ich bei Doom 4 auch feier, ist natürlich ist natürlich auch wieder der Soundtrack, weil der Soundtrack ist wieder richtig schön Metal. Metal, Leute! Auch wenn natürlich im Vergleich zu den ersten beiden Doom-Spielen keinen Vergleich bringen kann. Weißt du, woran mich der... Ja, Doom 1 ist sowieso ungeschlagen, weil es einfach so... Dem Nostalgie. Weißt du, woran mich die ersten Takte von der Musik hier im Team Rocket Hauptquartier erinnern? Woran?
an, kennst du Oakley Dockley? Die Ned Flanders Band. Ah, ja, ja, die kenne ich. Die Ned Flanders Metal Band und die haben ein Lied, das heißt White Wine Spritzer. Okay. Und daran erinnern mich die ersten Takte. Ist auch geil. Die haben sich dann alle so als Ned Flanders verkleidet. Das ist großartig. Aber wenn man daran denkt, Ned Flanders ist, glaube ich, eine der stärksten Personen im Simpsons-Universum. Inwiefern stärkste? Generell, hast du den schon mal oberkörperfrei gesehen in den ja. Cartoons? Ja. Der ist ja sowas von ripped. Eins, zwei oder vier? Eins, zwei oder vier? Letzte Chance. Ein Bier. Yay! Yay! Apropos Bier. And it was right! Yay! Bitch, you guessed it. Was right. Hä, ich hab doch die Items alle benutzt, die ich gekriegt hab. Hast du das? Ah, ich hab den Lift öffnen bekommen. Wie ätzend! Dann benutze ich jetzt den Top-Äther auf Kraut und Megasauger. Keine Ahnung, ist mir egal. Kacke. Eisen. Komm. Auch Suppe. Eisen in der Suppe. Ist gut. Hast du schon mal. Ist fragwürdig. Das ist einfach nur, als ob extra Spinat in der Suppe drin ist. Du warst es, der unsere Pläne am Mondberg zunichte gemacht hat. Oh no. Oh, News. Apropos Spinat. Meine Freundin hat mich letztens als kranken Mensch bezeichnet, weil ich gern Spaghetti mit Spinat esse. Spaghetti mit Spinat ist voll okay. Würdest du auch sagen, das ist okay. Nicht pur Spinat, sondern auch noch mit einer sahnigen Soße oder so. Nee, einfach Spinat, ein bisschen Schinken rein. Das ist auch gut, ja. Über die Spaghetti. Richtig geil. Ja, ich persönlich würde das Ganze, würde dann noch so eine sahnige Soße damit reinrühren, einfach nur damit das Ganze. Kannst du natürlich die vegane Variante machen und keine Schinken reinschneiden, geht auch. Ja, weil aber dann würde ich es ein bisschen mehr salzen. Ja, also ich persönlich. Weil das hat für mich immer so ein leicht salziges Aroma durch den Schinken eben durch. Und ja, ich weiß nicht, wenn du halt den Schinken nicht reinmachst, dann musst du halt ein bisschen mehr Salz reinmachen, weil ich finde, das macht das halt das Ganze ein bisschen aus, Ja, aber ich persönlich würde Blatt- oder Rahmspinat nehmen. Das ist in der Hinsicht, glaube ich, sogar relativ egal. Aber ich würde eben das Ganze noch mit so einer leicht sahnigen Soße verbinden. Einfach ja, kannst du auch machen. Oh, weißt du, worauf ich mal wieder Bock hätte? Worauf hast du Bock? Zum geilen Blumenkohlauflauf. Ja, ist schon geil. Blumenkohlauflauf ist schon geil. Aber ja, ansonsten finde ich das eigentlich auch voll okay. Spinat mit Spaghetti. Geht voll. Oder weißt du, was wir letztens gemacht haben? Aber hier Grüße gehen raus, Darius Freundin. Guckt sie überhaupt deine Let's Plays? Die ist generell nie auf YouTube unterwegs. Okay. Außer um sich irgendwelche Wein-Compilations anzugucken. Also ich weiß, dass meine Freundin sich immer aufregt, wenn ich deine Videos gucke. Zumindest ja, ich weiß, und insgeheim macht sie es selbst. Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein für diese Folge. Es ging schnell, die Zeit. Wow. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, Däumchen nach oben, Glocke läuten, abonnieren und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Adios. Ich mag Kakao. Ja.